Hi, willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich begrüße euch zur heutigen Folge. Vielleicht werden wir heute sogar mal schauen, dass wir, um direkt mal auf den Punkt zu kommen, dass wir unser Dorf-Layout ein wenig umstellen. Das ist die große Frage des Tages. Werden wir das hinkriegen oder wird Red uns gerade dabei vollkommen ausrasten? Wir gucken mal. Na? Also ich habe auf jeden Fall vor, zu schauen, dass wir dieses Dorf-Layout ein bisschen umstrukturieren, weil das ist, auf lange Sicht gesehen, ist das einfach Müll, ne? Dieses Dorf-Layout ist Müll. Wir haben gemerkt, dass wir damit öfter verlieren, als wir gewinnen und generell, dass wir irgendwie total eingerannt werden, obwohl das eine Anti-Zwei-Sterne-Base ist, und dann ist es auf jeden Fall keine Anti-Zwei-Sterne-Base, weil ich halt immer eingerannt werde und so, und ne. Ne. Das, lassen wir stecken. Da habe ich keinen Bock drauf. Aus diesem Grunde werde ich schauen, dass ich... mir heute vielleicht sogar eine Base noch aneigne. Sie aufbaue und so. Müssen wir mal sehen. Ich habe jedenfalls von den Abonnenten zwei Layout-Vorschläge bekommen. Also mir wurden zwei Layouts zugeschickt. Und die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Auf dass wir... bald nicht mehr eingerannt werden. Ja, ja. Gucken wir mal. Na gut. Aber mit meinem jetzigen Rathaus 9 Layout bin ich eigentlich ganz okay. Damit bin ich eigentlich voll zufrieden. Das geht klar. Ich meine, so, du kannst nicht alles zurückhalten. Ne? Du kannst nicht jeden einzelnen Gegner bravourös zurückhalten. Es wird immer Gegner geben, die es irgendwie reinschaffen, obwohl es eigentlich garantiert ist, dass sie es nicht können. Aber hey. So, wie ihr sehen könnt, habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Aber hey, was soll's. Wir haben heute Special-Truppen mit auf Trocken am Start. Und zwar einmal die Riesenskelette und vier Elite-Barbaren-Brüder. Ja, ja, ja. So, lassen wir mal kurz die Mauerbrecher reingehen. So, ich habe natürlich jetzt gar kein Gefühl für die Giant Bomber. So heißen sie auf Englisch, ja. Falls sie es nicht wissen, wissen sie es jetzt hier. Und sie sind fokussiert auf Gebäude. Auf Verteidigungsgebäude. Ihr sehen könnt, reißen sie jetzt auch schon innen drin alles ein. Und ich würde sagen, komm, da würde ich sagen, pack mal nächsten Wut. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die na, wie soll ich ihn sagen? Kürbis-Barbar-Brüders an. Ja, Kürbis-Barbaren, yeah! Ach, das ist ja interessant. Sie haben erstmal diesen Helm auf, aber wenn dieser Helm quasi verschwindet, werden sie zu normalen Barbaren. Das ist ja eine coole Sache. Wie man sehen kann, wenn die Riesenskelette sterben, werfen sie eine riesige Bombe um sich. Bläh. Mies gelaufen, keine 50%. Aber hey, ich wollte mal ausprobieren, wie es mit diesen Truppen ist. Und habe auf jeden Fall schon mal gute Effekte auf Trockenabstand. Also die Funktionen von denen sind geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Richtig gut. Ne, also beide Truppen, man muss ja sagen, es sind Event-Truppen, die werden nach Halloween leider nicht mehr verfügbar sein, aber hey, vielleicht kommt ja noch ein Weihnachts-Riesenskelett oder pff, was sie wollen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. So, ne? So, hier weiß ich ja, dass alles in den Sammlern steckt. So gut wie alles jedenfalls. Aus diesem Grunde nehme ich das hier auch mit. Ich werde jetzt aber auch keine Heiler oder keine Zauber mehr einsetzen. So, ist jetzt egal.
Nee, das ist nicht nötig. Vor allem auch, die halten ja schon viel aus, diese Truppen, ja. Die halten etwas weniger aus als die Packers, die Riesenskelette. Aber trotzdem sieht man, so... Die machen halt schon ordentlich Schaden. Und die halten relativ viel aus. Also es ist halt eine ziemlich coole Truppe. Ich frage mich, warum es die nicht immer gibt. Warum sie nur temporär da ist. Das finde ich schade. Naja, gut. Snacken wir uns ein bisschen weiter Dunkles. Lecker Schmecker HD. Ja. So muss das sein. Ja, du mieses Schwein. Nee, und das dazu. Also ich finde die Riesenskelette ziemlich cool. Haben einen coolen Effekt, dieser Bombeneffekt, dass sie nach ihrem Tod quasi eine Bombe explodieren lassen, die relativ viel Schaden erzeugt, weil ihr habt gesehen, gerade eben im ersten Kampf, da haben wir quasi einen Bogiturm und ich glaube einen Magierturm. Links daneben, jedenfalls war es ein anderer Verteidigungsturm, in einem kaputt bekommen. Das war richtig krass. Und gerade auch hier die Kürbisbarbaren, die einen Kürbis auf dem Kopf haben. Und diesen Kürbis nehmen sie anscheinend als Tank so. So als erste, ich sag mal, Schicht. Als erste Hautschicht. Wenn man das schon so sagen kann, keine Ahnung. Jedenfalls muss erstmal der Kürbis kaputt gemacht werden, bevor sie zu richtigen Barbaren werden. Und sie sahen schon heavy aus. Doch, muss ich sagen. Ja. Gerade ihre zweite richtige Barbarenform, die sah schon heavy aus mit diesem Helm und so, dieser braune Helm. Na los, es wird Zeit! Schön, nochmal 4000 Elixier mitgenommen. Ja, geil! So, aber ich werde nicht noch weiter mit denen angreifen. Ich werde wieder zu Packers und so weiter umsteigen. Reicht mir nämlich, was ich hier gerade gesehen habe. Ist cool, aber reicht. Na gut. Weitere Truppen und Zauber sind in Bearbeitung. So muss das sein. Danke dafür. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal um, ob es hier denn nicht was gibt, was wir verbessern können. Wir haben ja auch ein bisschen was in der Schatzkammer drin. Der letzte Magierturm, nicht wahr? Ja, genau. Machen wir den. Letzter Magierturm, meine Bruts. Den werden wir jetzt maxen für Rathaus Level 9 Verhältnisse. Auf geht's. Ding, 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 ding. Jetzt geht's ins Nachtdorf und jetzt werden wir nämlich gucken, dass wir dieses Dorf umstellen. Das heißt, wir werden heute nicht angreifen. Das machen wir dann im nächsten Part. Jetzt aber erstmal kümmern wir uns um das Layout. Und ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Ich würde ansonsten viel zu sehr ausrasten, meine Bruts. Ich nehme mal dieses Layout. Werde dies bearbeiten. So, also, mein erster Dorfvorschlag kam von einem Member aus dem Discord-Server. Ich überlege gerade, wer das nochmal gewesen ist. Es war Squid, ich habe es ja schon fast gedacht, Squid war es, genau. Squid hat mir diesen Vorschlag gegeben. Vielen Dank. Ich werde mal schauen, wie der sich so gibt. Wir werden es ja spätestens im nächsten Part sehen. Und im nächsten Part werden wir ein weiteres Layout bauen, das von einem weiteren Abonnenten kommt. Ich bin mir auch da nicht mehr ganz sicher, wer das genau gewesen ist. Wenn ich mich nicht vertue, sollte es S-Neu sein. Oder auch nicht? Nee. Nein! Es war... Puh. Hui. Jetzt gerade ist er aber wirklich zappenduster. Ich weiß, dass er mir einen Tipp oder einen Kommentar geschrieben hat unter meinem Wattestäbchen. Clash of Clans Part. Examo, genau, Examo hieß er. Der Vorschlag ist im nächsten Part dran. Jetzt aber erstmal nach dem ganzen Rumlaberisieren. Der Vorschlag von Squid. Ich bin natürlich dankbar für jeden Vorschlag, ne? Dass wir uns da richtig verstehen, ja? Ich bin da nicht so drauf, dass ich sage, hey,
Wie kann er es wagen, mir einen Vorschlag zu schicken? Nein. Ich nehme jeden Vorschlag an, den ich kriegen kann. Vielen Dank. So. Squid hat mir nur leider einen relativ verpixelten Screenshot gegeben. Also, wenn man halt ranzoomt, und ich zoome halt bei solchen Sachen immer ganz genau ran, dann sieht man halt, dass es halt etwas verpixelt ist. Es ist halt kein scharf geschossener Screenshot gewesen. Ja, ja. Aber gut, ich meine, solange diese Bases, die ich bekomme, besser sind als das, was ich momentan habe, geht das schon klar. Ich meine, schlechter kann es ja nicht mehr werden, ne? Die alte Wildsau. Ja. Das kleine Schwein. Ich glaube, der Burgiturm kommt so hin, genau. Also, falls da einige auch wieder mal auf der Suche sind nach einem neuen Dorflayout, können sie das hier gerne mit übernehmen. Habe ich nichts gegen, ja. Das Copyright habe ich eh nicht. So, das dazu. Jetzt sehe ich gerade, ich glaube, dass hier eine Doppelkanone hinkommt. Ist das richtig? Kann sein. Und jetzt gerade, wo ich so drüber nachdenke, ey, ich habe mein mein 3-Jahres-Jubiläum auf YouTube verschlafen. Scheiße. Ich bin seit über 3 Jahren jetzt auf YouTube aktiv. Und ich habe diesen Zeitpunkt verschlafen, an dem ich YouTube gestartet habe. Fuck, ich wollte ein Jubiläumsvideo machen. Heilige Scheiße. Weil, ach, Kacke. Okay, das ist irgendwie doof jetzt. Fuck. Ja, ihr müsst wissen, ich bin halt schon seit drei Jahren auf YouTube auf Trocken am Start, meine Fräuleins, und ich glaube, es war so der 21. Oktober rum, an dem ich quasi mit meinem YouTube-Kanal startete, und richtig ärgerlich, dass ich das jetzt verpennt habe. Oh Gott. Die Frage, habe ich das richtig jetzt gebaut? So habe ich das jedenfalls in Erinnerung hier. So sieht es hier auf dem Screenshot jedenfalls aus. Jawohl. Naja, ist ja richtig ärgerlich auf jeden Fall. Ach, komm schon, ey. Was ist das denn? Ach. Ich hasse diesen Redonskai. Da verschläft er seinen eigenen YouTube-Geburtstag. Du bist eine Sau. Ja, ich weiß. Das weiß ich selber, das musst du mir nicht sagen. Ja, ja. Nee, aber Alter, das ist halt richtig ärgerlich, wirklich. Fuck, Alter. Wie kann man nur seinen eigenen YouTube-Geburtstag vergessen? Hallo. Bist du dumm oder was? Ja, egal. Nächstes Jahr ist auch noch Zeit. Ich glaube nicht, dass ich diesen Geburtstag, diesen YouTube-Geburtstag, diesen Jahrestag nachhole. Per extra Video. Aber ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, was soll ich sonst noch groß sagen? Ja, hallo Leute. Ich bin seit 3 Jahren auf YouTube aktiv. Ja? Hallo. Ja, und tschüss. So, was soll ich dazu jetzt noch groß sagen? Ich weiß ja nicht, ob es überhaupt noch nötig ist, die Leute darauf hinzuweisen, von wegen so, hey, meine lieben Kindes, Ibims jetzt seit 3 Jahren eines YouTubers. Also please, rasten Sie mal vollkommen aus, Sie Larrys. Ungefähr so wie dieser Wolf im Hintergrund. Die miesen Schweine. Nee, keine Ahnung, aber ist schon irgendwie doof. Vor allem, ich habe noch ein paar Tage, ne? So ein paar Tage, bevor es halt soweit war. Also, ich sag mal so, ich glaube so am 10., 11., 12. Oktober rum, so ein paar Tage, ein paar Wochen vorher, habe ich mir gedacht, oh, du musst unbedingt dran denken, dass du zu deinem
YouTube-Geburtstag Jubiläum machst, dass du ein extra Video dazu machst. Da musst du unbedingt dran denken. Und ja, jetzt guck mich an. Guckt ihn mal an, wie dumm er ist. Ich hasse ihn. Ja. So, ich merke gerade, ich habe irgendwas falsch gebaut, aber das renke ich dann gleich wieder ein. Ich meine, noch bin ich sowieso im Rohbau. Ja. So muss die Mauer stehen. Also ich habe die letzten paar Wochen habe ich mich wirklich dazu motiviert, so daran zu denken. Und jetzt habe ich es vergessen. Sehr, sehr ärgerlich. Warte mal kurz. Habe ich das falsch gebaut? Also muss das hier weiter runter vielleicht? Ich habe irgendwas falsch gebaut. Das ist doch kacke jetzt. Oder muss der weiter nach dort? War das mein Fehler, den ich gemacht habe, dass ich einfach nur die Mauern zu weit links hatte? Vielleicht. Ja, das kann sogar echt sein, jetzt gerade, wo ich sehe. Ja, vielleicht war das der Fehler. Okay. Kid, dann hast du alles wieder eingerenkt, yo. Gut. Fehler ausgebügelt, sie müssen nicht mehr anfangen zu weinen. Ja. Und jetzt sag mir nicht, ich habe das zu hoch gebaut. Ach, scheiße. Kann ich mir nicht irgendwie... Oh Gott, das geht. Ey, danke. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass man das machen kann, ne? Alter, wie geil. Man kann ganze Dörfer verschieben. Thanks! Meine Brüdes! Ja! Habe ich schon mal gesagt, dass diese Musik hier so ein bisschen Banjo-Kazooie-Style rüberkommt? Auf jeden Fall ein bisschen was von Rare. Jeder, der sich mit solchen 3D-Plattformer-Games auskennt, der weiß, dass so eine Musik eigentlich ja zu... Dass diese Musik hier, die gerade abgespielt wird, dass die eigentlich zu Plattformer-Games gehört. Banjo-Kazooie, DK64, House of Rare, habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Alles, was aus dem House of Rare kommt, hat eigentlich damit so ein bisschen zu tun. Dieses magische, mysteriöse und so, das ist doch richtig aus dem Hause. Also ohne Witz, ne? Jungs, Mädels. Ja. Bin ich der Einzige, der das denkt? Wahrscheinlich bin ich das. Andere machen sich dazu ja nie Gedanken, weil die meisten, die das Spiel hier spielen, niemals Nintendo-Spiele gespielt haben, oder? Ja, was soll ich sagen? Niemals Nintendo-Spiele gespielt haben, oder... Niemals 3D-Plattformer-Games aus dem Hause Rare Nintendo gespielt haben. Klar, ich habe Banjo-Kazooie auch noch nicht gespielt und das will ich auf jeden Fall noch tun. Mal gucken, wann ich das mache. Spätestens dann, wenn Ukulele auf die Switch kommt. Ach, halt die Backen, rede uns Karl, als ob das für die Switch rauskommt. Wird's auch wahrscheinlich gar nicht, Solange wir die brauchen, solange wir Playtonic Games brauchen, um das auf die Switch zu porten, ey. Das Spiel ist seit April draußen, Mann. Und keine Ahnung. Die haben es bis heute nicht geschafft, ein Release-Date zu bringen. Oder überhaupt mal irgendwas Handfestes. Gameplay, glaube ich, haben sie auch nicht mal gemacht. Oder vielleicht ein bisschen irgendwie
gestreamt oder so. Auf Twitch. Okay. So, aber... Das ist halt schon richtig traurig, ne? Oh, fuck. Ich habe das zu weit unten platziert. Ja, gut. Dann nochmal alles verschieben. Schieben! Das sollte reichen. Danke. Ja, aber erstmal ehrlich, Alter. So. Seit wann ist Ukulele draußen? April. Und, Wisst ihr, was halt richtig traurig ist? Die Tatsache, dass Platonic es nach über einem halben Jahr nicht geschafft hat, ein Release-Date zu nennen. So. Beziehungsweise wirklich handfestes so. Ey, wann gibt's wann kommt's raus und so? Was soll das? Wann kommt der Multiplayer für die Switch? Es soll ja auch so einen Multiplayer für die Switch geben und so. Und was ist damit? Wollt ihr uns verarschen? Aber gut. Ja gut, Platonic, ich habe den Hund sowieso schon aufgegeben. Ich hab, also die haben den Löffel auch bestimmt schon abgegeben in Sachen Switch. Die denken sich so, oh nee, die Switch, die hat zu wenig Power. Das kriegt die nicht, das kriegt die nicht. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir sagen, okay, es kommt noch, aber es kommt gar nicht mehr. Hey, das ist eine gute Idee. So machen wir es. Cheers! So, keine Ahnung. Weißt du, Platonic ist auch so, ja, wir retweeten immer Sachen von Leuten, die sagen, oh, geil, krass, Alter, Ukulele, beste Spiel, ey, PS4 Pro-Version, gerade durchgespielt, geile Sau. Ja, erstmal retweeten. Und was ist mit der Switch? Ja, keine Reaktion, ja, ja. Was für Spastis. Hau uns rein und bye. Und danke hier nochmal, hier Squid für den Vorschlag. Jawohl. Ja, ohne Witz.